Reinhard Becker in Berlin. Was sind das genau für Belege, die da präsentiert wurden? Ja, das ist das Wichtigste. Es sind eben Belege, es sind keine Beweise. Der Bundesnachrichtendienst legt Wert auf die Feststellung, dass der BND-Präsident, dass Gerhard Schindler eine Reihe von Plausibilitäten, nämlich diese Belege, vorgelegt hat, die einen bestimmten Schluss sehr, sehr nahe legen. Das ist so in etwa, wie der BND sich einlässt. Es deutet alles darauf hin, dass diese Bug-Luftabwehrrakete von den pro-russischen Separatisten abgefeuert wurde. Das sind im Wesentlichen Satellitenaufnahmen, das sind Fotos, das sind Recherchen, das sind Gespräche, die natürlich ohne Angabe von Quellen jetzt im parlamentarischen Kontrollgremium vorgelegt wurden. Das Ganze hat ja schon am 8. Oktober stattgefunden. Also der Schluss liegt sehr nahe, es waren die pro-russischen Separatisten.